professioneller Textgestaltung mit Writer, LibreOffice 7.1. Dieses direkt formatierte Dokument wird so bearbeitet, dass alle Textelemente danach einer gewünschten Formatvorlage zugewiesen sind. Zunächst wird der gesamte Text markiert, über das Menü Bearbeiten alles auswählen. Via Menü Format direkte Formatierung löschen, werden dem markierten Text sämtliche direkten Formatierungen entfernt. In der Seitenleiste bei Formatvorlagen beaufschlagen wir den Text jeweils mit der Absatz- und der Zeichenvorlage Standard. Es können sowohl neue Formatvorlagen erstellt werden oder, wenn schon in einem anderen Dokument vorhanden, von dort übernommen werden. Dies kann in der Seitenleiste via Formatvorlagen laden erfolgen. Im Dialog Vorlagen laden wird jeweils ein Häkchen gesetzt. Der Button aus Datei führt in den Dateimanager. Es wird die Datei ausgewählt, in der die gewünschten zusätzlichen Formatvorlagen enthalten sind. In der Seitenleiste bei Formatvorlagen wurde nun die Vorlagenliste mit zusätzlichen Vorlagen gefüllt. Die Zuordnung des gesamten Textes erfolgt zunächst auf die Absatzvorlage A11 Textkörper. Es folgen einige Textanpassungen, die zum Thema Formatvorlagen nicht relevant sind. Die Überschrift Bauernbrot wird nun mit der Absatzvorlage A Überschrift 1 beaufschlagt, das heißt den Cursor in den Text setzen und Doppelklick auf die Absatzvorlage. Die Unterüberschriften werden mit der Absatzvorlage A Überschrift 4 beaufschlagt. Es folgen wieder einige Textanpassungen. Die Zahlen sollen fett dargestellt werden. Dazu wird die Zeichenvorlage A Standard Fett verwendet. Zum Schluss wird das neu gestaltete Dokument unter einem anderen Namen gespeichert.